Jetzt kommen wir das erste Mal zum ersten und wichtigsten Schlag. Und das ist der Jab. Und warum ist das der wichtigste Schlag? Einfach, weil wir ihn richtig schnell schlagen können, weil wir damit den Gegner kontrollieren und weil wir relativ gedeckt sind, das heißt relativ sicher, wenn wir ihn schlagen. Ihr geht mit dem Jab, wenn ihr ihn hart schlagt, kein Risiko ein. Das heißt, der Jab ist der Schlag, mit dem ihr wirklich zu 70%, ich habe da mal eine Statistik gelesen, wie häufig gute Boxer den benutzen. Wenn ihr euch zum Beispiel Golovkin anguckt, dann ist der bekannt für seinen guten Jab. Der bearbeitet den Gegner so lange damit, bis der quasi einbricht. Golovkin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, war selber Olympiateilnehmer. Das heißt, wenn ihr wirklich gute Amateure euch anguckt, ne, und gute Profis, also wenn ihr euch wirklich gute Boxer anguckt, dann kommt ihr nicht drum rum, einen wirklich guten Jab zu haben. Das ist der erste Schlag, den ihr anfangen solltet zu lernen. Und das ist eigentlich der, der am Ende, wenn ihr wirklich erfahren seid, ausmacht, ob ihr gut seid oder nicht. Weil einen guten Jab könnt ihr mit nichts anderem ersetzen. So, das heißt, wie sieht der Jab aus? Es gibt da mehrere Arten, den zu schlagen. Es gibt allgemein mehrere Bewegungsarten. Das werden wir noch erklären. Heute aber erstmal der normale Jab im Passgang. Also grundlegend, wir stehen in der Grundstellung. Das heißt, Kinn runter, relativ frontaler Oberkörper. Von hier aus, das ist die normale Stellung, in der wir stehen, in der wir uns normal bewegen würden. Also, hier seht ihr jetzt, das sind die Bewegungen, die wir für den Jab brauchen. Das heißt, grundlegend, ihr solltet euch immer erst bewegen und dann, wenn ihr schlagen wollt, schlagt ihr. Ja, aber der Schlag aus der Grundstellung. Aufbauend darauf die Bewegung im Jab. Wenn wir den Jab schlagen, wollen wir uns erstmal bewegen. Und wenn wir den Jab dann bringen, wollen wir vorher stehen. Das heißt, ihr bewegt euch nah an den Gegner ran. Und dann steht ihr immer in der Grundstellung. Und dann kommt der Jab aus der Grundstellung. Für den normalen, einfachen Jab, mit dem ihr wirklich testen könnt, wie der Gegner steht, drückt ihr euch vom hinteren Bein ab. Ich zeige den Schlag erstmal und erkläre ihn dann. Okay, das heißt, ihr geht rein. Das heißt, ihr würdet arbeiten, gucken. Und ihr seht, wir kriegen da relativ viel Kraft rein, können relativ schnell mitarbeiten und können uns dann wieder rausbewegen. Das heißt, ihr wollt euch bewegen, stehen und dann mit dem Jab kommen. Das heißt, ihr drückt euch vom hinteren Bein ab. Okay, hier. Drückt euch da rein. Die Kraft muss aus dem hinteren Bein kommen. Das heißt, wirklich hier arbeitet ihr aus dem ganzen Körper. Ähnlich so, als wenn ihr Kugel stoßen wollt mit der rechten Hand. Kommt die Kraft aus den Beinen, ihr drückt euch hier hoch. Das ist eine ganz, ganz intensive Bewegung. Jeder, der hier schlagen möchte aus dem Arm, der macht das falsch. Ihr kennt das vielleicht auch so, dass Trainer euch das irgendwie zeigen. Hier macht das so und ihr macht das so oder ihr dreht sogar den Fuß ein und ihr schlagt dann so. Und man sagt Pivoting, also ihr nutzt dann ein Muster. Aber das ist nicht der Sinn, ihr wollt euch wirklich aus dem Fuß abdrücken. Und ihr drückt euch hier rein. Und während ihr euch reindrückt, nehmt ihr den Schlag und schlagt zum Gegner. So, das ist der erste grundlegende Schlag. Und jetzt zur genauen Technik, dass ihr das seht. Okay? Die genaue Technik sieht folgendermaßen aus. Wir fangen an, drücken uns raus und während wir nach vorne gehen, machen wir uns erstmal hier unten ganz zu. Die rechte Hand muss sich schließen. Ihr seht das hier. So, hier gehe ich zusammen. Währenddessen geht meine linke Hand nach vorne. Wichtig ist, der Ellbogen zeigt nach unten. Warum? Man nennt das Telegrafieren. Wenn ich den Ellbogen oben halte, bin ich langsamer. Außerdem sehen wir das. Wir sehen sehr, sehr schwer, wenn irgendwas auf uns zukommt. Also ihr braucht vielleicht 2-3 Sekunden, wenn ein Auto gerade auf euch zufährt. Wenn es aber seitlich kommt oder sich seitlich, habt ihr das sofort im Blick. Wir sehen sehr, sehr gut peripher. Das heißt, wenn ihr anfangt, den Ellbogen hochzuheben, dann sieht der Partner, der mit euch Sparring macht, relativ schnell, dass ihr schlagen wollt. Wenn ihr aber hier wirklich frontal rausarbeitet, aus der Muskulatur, ist es schwer, euren Schlag zu lesen. Das heißt, wirklich super sinnvoll, das so zu machen. Hier arbeitet ihr, drückt euch raus. Wichtig, ihr wollt möglichst viel Muskulatur reinbringen. Das heißt, wenn wir uns mit dem hinteren Bein reindrücken, nehmen wir die Hüfte mit rein. So, ihr seht das, also ich versuche, hier meinen Rücken zurückzuziehen, damit ich mehr Kraft in meiner Hüfte habe. Okay? So, trotzdem versuche ich relativ frontal zu bleiben. Das heißt,
Ich drücke hier meine Hand nach vorne, verlagere mein Gewicht dann auf das Bein, habe meine Hüfte reingedreht und mache hier als letzte, wirklich als letzte Sache für den Feinschliff, mache ich mich zu, ne? Dass ich hier gedeckt bin. Zwei Sachen, die ihr zusätzlich noch wissen solltet. Die Schulter müssen wir halt richtig reinbringen. Ne? Also ihr seht, ihr solltet die Schulter vorher nicht anspannen, sondern die Schulter ist relativ locker. Und von hier aus jetzt, während ich schlage, drücke ich sie rein. Wir wollen, ich habe das gesagt, möglichst viel Muskulatur benutzen. Das heißt, ihr drückt eure Schulter rein als erstes. Ne? Wir wollen die richtig reindrücken zusätzlich, als ob wir das nur aus der Schulter machen. Und dafür hilft, die Hand einzudrehen. Also wenn ihr jetzt quasi reingeht, dreht ihr hier die Hand ein. Früher hat man gesagt, ich drehe die Hand ein, damit ich am Ende, wenn ich ihn treffe, ihn aufcutte. Das war die erste Begründung und wenn das so wäre, könnte man das weglassen. Die eigentlich aber bessere Begründung ist, wir können den Deltoideus, also den vorderen Schultermuskel, mehr eindrehen, wenn wir damit schlagen. Das heißt, ihr solltet die Hand immer eindrehen, dadurch sorgt ihr für mehr Kraft. Okay? Jetzt noch einmal, wie der Schlag dann aussehen sollte. Ja, das heißt, ihr guckt, arbeitet hier und das ist der Jab. Okay, das ist der Jab im Passgang. Es gibt noch mehrere Arten, das zu schlagen, aber das solltet ihr erstmal üben. Wirklich grundlegend, die Grundtechnik sollte man immer locker üben. Da gibt es auch nichts an trainingswissenschaftlichen Gründen, das irgendwie nicht mal einen Tag zu machen. Ihr solltet immer an der Grundtechnik fallen, auch der Weltmeister oder Vize-Weltmeister Vitali Boot, der damals gegen Chagayev, der ja auch gegen Klitschko gekämpft hat, hat gesagt, die Grundschule ist das Wichtigste überhaupt und ihr solltet das jeden Tag, also auch gute Boxer haben mindestens pro Woche ein, zwei Einheiten, wo sie dann 1,5 Stunden sich nur um die Technik kümmern. Und das mag langwierig erscheinen, aber das ist so eine Sache, die ihr immer einschleifen müsst.